Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Federgottesbox von Entertainment. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Federgottes von Entertainment, das Debütalbum von Entertainment und somit auch die erste Box. Die Box relativ auffällig gehalten in einem Knallgelb und auf der Vorderseite sehen wir die Ente mit einer Axt über die Schulter gehängt und einem Bucket hat. Also dieser ist ja auch in der Box drinnen. Die linke Seite, das Logo von TF, Drill Fingers, das Label. Ansonsten die Seiten jeweils glattgelb. Und auf der Rückseite lesen wir noch Inhalt Federgottes Premium Edition inklusive Instrumentaldisc, Bucketheart, Autogrammkarte und großes Poster. Hier noch die Credits und ein Barcode. Okay, dann schauen wir mal hinein. Also, einmal der Anglerhut. Das Album war gar nicht aufgelistet jetzt bei der Inhaltsangabe. Ein Sticker, eine Autogrammkarte und das Poster. Schauen wir nochmal ganz kurz. Nein, der Sticker ist hier wirklich nicht angeführt. Okay. Wie immer fangen wir an mit dem Album an sich. So sieht das Ganze aus. Federgottes Entertainment, selbes Cover wie auch schon auf der Box. Und auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Wir haben hier 14 Tracks. Meine Favoriten sind Intro und Klang der Prophezeiung. Wir haben keine Features, das ist ein komplettes Soloalbum von Entertainment. Dann haben wir hier einmal das Booklet. Ziemlich kräftig ist, also kein, ja, ich frage, wie wir es am besten hier rausbekommen. Gar nicht so einfach. Okay, also wir haben hier das Booklet Federgottes. Und wie so oft, jetzt habe ich hier etwas das Booklet beschädigt, haben wir die Tracks einzeln aufgeführt, inklusive der Infos, wer für die Lyrics bzw. die Musik, die Produktion etc. verantwortlich ist. Alle 14 Tracks aufgelistet und hier am Ende haben wir noch eine Danksagung. Und nochmals die Credits. Alles in dieser Gelb-Blau-Optik gehalten. Und dann haben wir CD1, das Album, die Album-CD an sich. Nochmal hier mit der Axt über die Schulter, die Ente. So sieht das Ganze aus. Und dann haben wir Disc 2. Und hier sind die Instrumentals. Also, so schauen die Instrumentals aus. Und hier nochmal das TF-Logo. Alles klar, dann haben wir einen Sticker, Federgottes, lesen wir hier und nochmal das Cover, ist ein quadratischer Sticker und auch ziemlich knallig mit dem Gelb hier. Dann haben wir die Autogrammkarte, hier nochmal die Ente mit der Axt, hier steht Ente und hier nochmal TF. Rückseite blank weiß, so muss das sein. Und die Autogrammkarte wurde auf jeden Fall original unterschrieben mit gelbem Marker, mit gelbem Stift. Okay, und dann haben wir noch das Poster. Dieses einseitig bedruckt, also Rückseite weiß. Und auf der Vorderseite sehen wir Folgendes.
Wir haben die Ente in bedrohlicher Geste mit Entenshirt und dem Bucket Hat. So sieht das Ganze aus. Ja, auch hier wieder sehr knallig, so gelb auf gelb, dieser Regenmantel hat was. Also, auch wenn es etwas befremdlich aussieht, aber dieses knallige Gelb ist auf jeden Fall mal was anderes, weil die meisten Rapper ja doch dann eher düster, so in Schwarz-Weiß unterwegs sind. Schauen wir mal kurz, wie wir das Ganze wieder zusammenfalten. Ja, leichter als erwartet, hat funktioniert, sehr gut. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box diese Fischermütze bzw. Bucket Hat. So sieht das Ganze aus, also in dunkelblau gehalten, hier mit weißen Vernähungen und dann hier noch TF in weiß aufgestickt. Ansonsten nichts weiter aufgestickt. Und also das muss man schon sagen, das ist wirklich gut verarbeitet. Hier stehen jetzt nicht irgendwie großartig Fäden weg oder irgendwelche anderen Kunstfehler, sage ich mal, sondern das sieht echt schön aus. Dann haben wir hier die Fäden auch. Da kommt was raus bei mir. Ist die Frage, ob man es vielleicht mal den hinausziehen kann, aber hier dürfte ein weißer Faden zum Vorschein gekommen sein. Schauen wir uns später noch an, vielleicht kriege ich den noch weg. Und das Innenleben sieht folgendermaßen aus. Jetzt bin ich nur auf der Suche, ob wir hier irgendwo einen Zettel finden können, der uns Aufschluss gibt. Allerdings muss ich enttäuschen. Nein, kein Zettel, nichts, das uns irgendwelche Rückschlüsse erlaubt. Nein, das ist blank. Also, leider keine Info über das Material oder die Herkunft dieses Stücks. Ja, wir fassen noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befunden hat, in der Box befindet. Einmal dieser schicke Anglerhut, TF Thrill Fingers. Das große Poster im Querformat. Die Autogrammkarte, unterschrieben. Der quadratische Sticker, Federgottes. Und das Album inklusive der Instrumentals. Das alles in dieser wunderbaren Box. Falls ihr die Musik von Entertainment feiert, falls ihr das Ganze unterstützen möchtet, wie gesagt, die Links in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.